verehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen einen Akteneinsichtsausschuss zum Verkauf von Johannhaus Lindenberg an den Kunden Vivo. Das hat ja schon vor 3 Jahren schon stattgefunden, aber heute ist die Situation, dass eben von Vivo in der vorläufigen Insolvenz ist. Damals wurde ganz viel versprochen mit Standortsicherung, mit Absicherung der Pflege, mit Absicherung der Arbeitsbedingungen. Das ist aber aus dem Antrag von damals nicht ersichtlich, wie das denn tatsächlich abgesichert wurde. Deswegen, wir hatten dazu schon im Sozialausschuss eine Anfrage, haben dazu aber keine Antworten bekommen. Deswegen wollen wir die Akten selbst nochmal sichten, weil vielleicht sich daraus ja auch ein Handlungsspielraum ergibt, das automatisch ein Vorkaufsrecht für die Stadt oder Ähnliches ist. Es gab heute ja auch eine Aktion der Beschäftigten vorm Rathaus. Ich denke, viele von Ihnen waren vielleicht auch dort oder haben den offenen Brief der Beschäftigten bekommen, wo es ja auch ganz klar heißt, durch die Insolvenz von Convivo Ende Januar wissen wir nicht, was die Zukunft für uns bringt. Wir stellen uns die Frage, sind die mit Convivo getroffenen Vereinbarungen noch das Papier wert, auf dem sie stehen? Sind unsere Interessen tatsächlich, wie versprochen, langfristig gesichert? Wir haben Sorge, Spielball von reichen Investoren zu werden, die ihre Spekulationsgeschäfte mit der Altenpflege betreiben, denen das Wohl der Bewohnerinnen und Beschäftigten egal sind. Das Beispiel von Convivo hat gezeigt, dass die Strategie Expansion um jeden Preis dazu führt, ein Unternehmen vor die Wand zu fahren. Wir sehen jetzt die Politik in der Verantwortung, dass sich so etwas nicht wiederholt. Und von daher ist in dem Schreiben der Beschäftigten auch ganz klar die Forderung, dass die Stadt die Rekommunalisierung prüft oder das Seniorenhaus wieder zurücknimmt, wenn das möglich ist. Und auch dazu soll dieser Akteneinsichtsausschuss dienen, vielleicht noch als Information. Es ist ja ein Vertrag zwischen GmbH und Convivo damals gewesen, aber ich bin mir sicher, dass doch der Magistrat dazu auch weitere Unterlagen hat und nicht nur die Versprechen, sondern dass es dort Verträge gibt. Aber für den Fall, dass da nicht so viel sein sollte, werden wir parallel auch eine Anfrage im Finanzausschuss stellen und auch einen Antrag, weil was die Beschäftigten, was die Bewohnerinnen, was die Angehörigen ja brauchen, ist schnell ein Zeichen, dass sie auf jeden Fall nicht allein gelassen werden, dass die Stadt hinter ihnen steht und dass wir die vielen Entscheidungen von vor 3 Jahren, die sich jetzt bitter rächt, zurücknehmen und die Altenpflege dort am Standort sichern. Frau Lipczyk.